Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Origins. Ja Leute, wir sind hier immer noch im Lager der Dalish. Und wieso hat der immer noch ein Quest-Symbol? Braucht ihr noch etwas? Oh. Ich danke euch, dass ihr versucht, ihn zu finden, aber die Chancen stehen... Meint ihr Inarin, den Heiler? Ihr kennt Inarin? Ist er am Leben? Nein, das kann unmöglich sein. Vielleicht ist das ein weit verbreiteter elfischer Name. Nein, ich weiß nur von einem Inarin. Ah, ich verstehe. Inarin sagte, er sei aus einer der Städte der Menschen. Seid ihr alte Freunde? Wie man's nimmt. Wenn's derselbe Inarin ist, dann ja. Wenn ihr Inarin sucht, müsst ihr euch in den Wald wagen. Er bevorzugt die Gesellschaft der Bäume und Tiere. Ich bin euch allen sehr dankbar. Mehr hat sie dazu nicht zu sagen? Dara Shiral. Okay. Ihr sitzt wieder in der Luft. Ja, komm, wir reden jetzt mal mit Kerman. Hallo? Hallo. Ebenfalls hallo, wer seid ihr? Ich bin Kamen, ein Lehrling der Jäger, aber ich wünschte, ich könnte ein richtiger Jäger werden. Warum sollte ich das nicht werden können? Ich sollte darüber nicht mit einem Außenstehenden sprechen. Ihr würdet es nicht verstehen. Versucht es einfach, vielleicht überrasche ich euch ja. Nun, es kann vermutlich nichts schaden. Ihr könnt mir ja ohnehin nicht helfen. Ich war zu lange ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlegt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf oder irgendetwas. Ich wollte im Wald auf die Jagd gehen, aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber Gaina. Wenn du verknallt bist. Meint ihr die junge Frau im Feuer? Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber sie hat mich kaltherzig zurückgewiesen. Sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wäre ich ein Jäger, könnte ich es beweisen. Aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Gaina wird sich nie mit mir einlassen. Ich fühle mich so machtlos. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlasst mich einfach meinem Kummer. Es muss einen Weg geben. Glaubt ihr, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht? Es gibt nichts, was ich tun kann. Vielleicht sollte ich für euch mit Gaina sprechen. Das könntet ihr tun, aber was würde das nützen? Keine Ahnung. Die Situation hat sich nicht geändert. Ich kann ziemlich überzeugend sein. Wirklich? Ich bin bereit, alles zu versuchen. Dann gehe ich mal. Sirannas, Oma Sirannas, ich bete zur Göttin der Liebe, dass ihr Erfolg habt. Quest, Kamens Kummer. Na gut. Hallo. Seid erneut gegrüßt. Kamen hat mir von euch erzählt. Ihr habt mit ihm geredet? Was hat er gesagt? Er sagt, dass ihr euch weigert, ihn zu heiraten. Er sagt, ihr werdet grausam gewesen, er würde euch hassen. Er sagt, mit etwas Glück kommt ihr euch schon bald ins Bett. Na. Oh. Ich erwarte nicht, dass ein Fremder unsere Lebensweise versteht. Mit heiraten? Darum ging's? Ich kann Kamen einfach nicht heiraten. Ihr könnt ja erstmal zusammen sein. Er ist seit über 2 Jahren ein Lehrling der Jäger und hat es noch nicht geschafft, ein angemessenes Tier zu erlegen. Jedes Mal, wenn er es versucht, ist etwas schiefgegangen. Ja und? Vielleicht wollen die Schöpfer nicht, dass wir uns vermählen. Ich kann doch keinen Jägerlehrling heiraten. Warum nicht? Wenn er ihn liebt, ist es doch unwichtig, was er ist, oder nicht? Ja, true. Aber was ist, wenn er nie ein vollwertiger Jäger wird? Dann wird er das nicht. Was ist denn aus unserer Familie? Wenn er ihn liebt, dann glaubt er an ihn und hilft ihm. Oh, ihr habt recht. Ich habe den armen Kamen unglücklich gemacht. Kein Wunder, dass er es nicht schafft, seine Jagd abzuschließen. Marcy Runners, ich danke Oder weil er nicht in den Wald darf. Ihr habt mir geholfen, das Ganze anders zu sehen. Ich gehe und spreche mit Kamen. Ja gut, Alter. Ich bin einfach hier Kupplerin. Kamen, ich war so dumm. Gaina, was meinst du?
Hast du deine Meinung geändert? Ja, habe ich. Der Fremde hat mir geholfen, meinen Fehler zu erkennen. Ich habe dich unglücklich gemacht und das war falsch. Aber was ist mit meiner Jagd? Ach, das ist mir egal. Ich weiß, dass du deine Jagd bald abschließen wirst und wir werden glücklich sein. Wir und unsere Kinder. Danke, Gaynor. Du machst mich zu einem glücklichen Mann. Heute fühle ich mich von den Göttern gesegnet. Hey. Wow. Sie küsst ihn nicht mal richtig. Wir sind euch beide sehr dankbar, dass ihr uns geholfen habt, zueinander zu finden. Das war leicht. Wundervoll. Ich bin so glücklich. Ist das nicht herrlich? Eine junge Liebe, der es gestattet ist, zu unsere erblühen. Ist viel cooler. Hier, nehmt dies. Es war lange im Besitz meiner Familie, aber ich hoffe, es kann euch bei eurem Kampf gegen die dunkle Brut nützlich sein. Das ist das Mindeste, was wir für euch tun können. Jetzt kriegen wir irgendeinen Quatsch. Erhaltene Gegenstände. Ich möchte doch nur mal angezeigt kriegen, was ich kriege. Tja. Was da? Dieses Buch aus Camons Besitz erzählt die Geschichte von Ailoran in ihrer reinsten Form. Ja. Wie soll mir das gegen die dunkle Brut helfen? Soll ich es noch denen werfen oder sowas? Bleibt heute für eine andere Quest. Naja gut. Habe ich jetzt mit allen geredet? Hier noch mit dem Schmied quatschen. Schüler. Bewegt euch extrem komisch. Na gut, komm her. Wo rennst du hin? Hallo? Was tust du da? Das Holz hat sich komplett verzogen. Hast du es im Regen liegen lassen? Echt mal, nein, Meister Verathorn. Ich glaube, ich habe es zu stark erhitzt. Ach ja, soweit ich weiß, waren die Umstände seines Todes ziemlich tragisch. Es ist unerfreulich, von solchen Dingen zu sprechen. Habt ihr gerade über Holz geredet? Meister Verathorn. Das sollten sie auch. Wenn das so weitergeht, werden wir die Kunst noch ganz vergessen. Wirf dein totes Holz weg und fang von vorne an. Sie kommen jetzt schon nicht mehr mit. Ich unterhalte mich mit unserem Gast. Nun gut, bitte vergebt mir, dass ich abgelenkt habe. Wie benutzt der denn den Hammer? Kann ich etwas für euch tun? Kein Wunder, dass das hier nichts wird. Mir wurde gesagt, ihr könntet mir Ausrüstung geben. Ja, der Hüter hat angekündigt, dass ihr mich danach fragen könntet. Ich habe schon mal einiges zusammengestellt, was auch unsere Jäger verwenden. Cool. Beim Arrowville ist eine große Truhe, in der ich alles verstaut habe, was wir erübrigen können. Seht sie einfach durch und nehmt euch, was ihr benötigt. Können eine andere Ausrüstung erbringen? Ich habe nichts mehr, was der Clan erübrigen könnte, aber wir haben noch Waren, die wir in den Dörfern der Shemlen eintauschen wollten. Was genau macht ihr hier? Ich bin der Handwerksmeister des Clans und dafür verantwortlich, so viel wie möglich über die alte elfische Kunst der Holz- und Erzbearbeitung in Erfahrung zu bringen. In Wahrheit wissen wir Dalish nur wenig, verglichen mit der Kunstfertigkeit, die wir einst besessen haben. Und selbst dieses Wenige mussten wir über mehrere Lebensspannen erlernen. Es gibt Holz, das bei richtiger Verarbeitung hart wie Stahl, aber viel leichter ist. Es heißt Eisenborke und wächst nur in diesem Wald. Der Hüter hat uns verboten, im Wald nach dem Holz zu suchen. Deshalb werde ich jahrelang keine unserer herausragendsten Arbeiten anfertigen können. Tja, dann sieht so aus, ob ich das mitbringen werde. Was wäre, wenn ich es euch... Okay, was wäre, wenn ich euch etwas Eisenborke besorge? Ich wollte gerade etwas Eisenborke weglassen. Ich würde es nicht wagen, euch darum zu bitten. Aber wenn ihr zufällig auf Eisenborke stoßt, kann es nicht schaden, wenn ihr sie mitnehmt. Sie ist blau und ziemlich einzigartig. Blau. Okay. Ihr könnt nur die Borke nehmen, die der Baum schon abgeworfen hat. Ich fäll den Baum. Falls ihr welche findet, bringt sie mir. Ich werde sie dann für euch bearbeiten. Okay. Ich habe auch kein Versprechen erwartet. Ich bitte euch nur darüber nachzudenken, falls ihr im Wald auf die Borke stoßt. Ich bin zwar kein Händler, aber ihr könnt gerne einen Blick auf meine Waren werfen. Vielleicht benötigt ihr ja etwas davon. Wieso hast du Waren, wenn du kein Händler bist? Bräuchte echt mal Tränke. Kostet ein bisschen was, aber
ist es mir gerade wert. Und das hier vor allen Dingen. Irgendwelche Rezepte. Ein oder mehrere Punkte, um sein Attribut zu steigern. Damit. Barathons Dagger. Okay. Also die haben Zeug, ne? Formwander. Das haben die hier? Okay. So. Ich gebe mir mal. Wo ist es denn? Das da. Ach so, warte mal. Ah, ich müsste auch aus dem Inventar rausgehen. 4 Punkte. Komm, hier ein bisschen Leben. Ah, jetzt kann ich auch das hier lernen. Mal ein Berserker. Der Geruch von Blut und Tod versetzt den Berserker in einen gewollten Rausch, dem er einen Schadensbonus erhält. Raserei versucht jedoch auch einen Abzug auf die Ausdauerregeneration, der durch Zurückhaltung verringert wird. Durch Widerstandsfähigkeit erhält der Berserker in diesem Modus einen Bonus auf seine Gesundheitsregeneration. Das ist auch schon wieder so ein blöder Buff. Okay, das da nehmen wir. Auf jeden Fall. Kann ich halt immer noch nicht. Wann kriege ich denn da einen neuen Punkt zu? Steht auch nicht irgendwo. Komm, Mann, das mal. Ja, komm. Ja. Macht nur Sinn. Okay, Alistair noch? Nein, es ist ein Punkt hier drauf. Oh. Och nee, das hätte ich jetzt bei mir gebraucht. Ich dachte, das wären einfach Skillpunkte. Oh nee, bei Alistair brauche ich das doch nicht. Oh, kann ich neu laden? Dann muss ich den nochmal machen, oder? Oh, ich guck mal, ob ich noch laden kann. So. Hab alles nochmal gemacht und jetzt habe ich auch die Bücher. Glaube ich, richtig benutzt. Ja. So. Dann überlege ich gerade, ob ich jetzt doch nochmal erst was anderes lerne. Der Charakter führt einen einzelnen heftigen Schlag gegen das Ziel aus. Trifft er seinen Gegner, erzielt er automatisch einen kritischen Treffer, der das Ziel vernichten kann, wenn dessen Gesundheit niedrig genug ist. Oh. Nur wenige können den wilden Schlägen eines Zerstörers standhalten. Jeder Angriff trennt die Rüstung des Ziels ein wenig auf, wodurch sie kurzzeitig an Effektivität verliert. Ich kann schon wieder lesen. Die Effekte dieses Talents sind nicht kumulativ. Eine Passive. Passive ist immer gut. Der Charakter schwingt eine zweihändige Waffe in einem gewaltigen Bogen gegen seine Gegner. Werden sie getroffen, erleiden sie normalen Schaden, werden zu Boden geworfen, wenn sie bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern. Ja, okay. Mache ich das hier oder mache ich erst diesen Modus hier? Ich glaube, ich mache erst diesen Modus hier. So. Okay, weiter geht's. Ich hätte erst überlegt, ob ich Zephyrin mitnehme, weil der auch ein Elf ist, anstatt Liliana. Aber das, ich glaube nicht, dass er mit den Dalish ziemlich viel anfangen kann. So, wer ist... Oh, warte mal, ich muss erstmal die Kiste noch da mitnehmen, ne?
Yarumisu. Hat er nicht gesagt, in irgendeiner Kiste soll... Hier? Betrachtet es als erledigt. Das ist jetzt das, was du mir mitgibst? Okay. Naja, gut. Dann gehe ich mal zu Athras. Andaren Artischen, Fremder. Ich bin Athras. Ich hoffe, die anderen sind nicht zu grob mit euch umgesprungen. Doch sind sie. Und das geht mir auf die Nerven. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Sie waren ein bisschen argwöhnisch. Ich nehme es sie nicht übel. Ich kann sie verstehen. Ja. Das ist sehr freundlich von euch. Die meisten würden einfach annehmen, wir seien grundsätzlich unfreundlich. Aber das stimmt nicht. Vor allem nicht gegenüber einem grauen Wächter. Aber wir haben viel verloren. Und in solchen Zeiten vergisst man die gebotene Höflichkeit viel zu leicht. Soweit ich weiß, wollt ihr im Brasilienwald nach den Wölfen suchen. Ich würde euch gerne begleiten, aber Zethrian hat es mir verboten. Tja, ihr scheint darüber nicht sehr glücklich zu sein. Keiner von uns ist glücklich über die aktuelle Situation. Und ich am allerwenigsten. Aber ich sollte nicht zu viel darüber sprechen. Vor allem nicht mit einem Außenstehenden. Ich nehme an, meine Probleme kümmern euch wenig. Bitte, ich würde gern hören, was ihr zu erzählen habt. Es ist seltsam, so offen mit einem Fremden zu sprechen, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Bestimmt. Meine Frau Danaila und ich haben bei dem Überfall gegen die Werwölfe gekämpft. Sie wurde so schwer verwundet, dass sich der Fluch rasend schnell in ihr ausbreitete. Zethrian hat alles getan, um ihre Schmerzen zu lindern, aber er konnte kaum etwas bewirken. Und obwohl er behauptet, Danaila sei tot, lässt er mich ihren Leichnam nicht sehen. Langsam glaube ich, dass sie zu einem Werwolf geworden ist. Und dass er mich deshalb nicht zu ihr lassen will. No. Damit ich mich nicht auf die Suche nach ihr mache. Wenn ich nur wüsste, ob Danaila noch lebt oder was mit ihr geschehen ist, dann könnte ich Frieden finden. Ich werde mal suchen. Ich habe ein Amulett, das von unseren Handwerkern angefertigt wurde. Es ist nicht viel, aber ich würde es euch gerne im Tausch für jegliche Neuigkeiten überlassen. Okay. Was ist das? Farbige Tinte? Okay. Sind hier noch irgendwelche Leute mit Namen? Glaube tatsächlich nicht. Wo sind die beiden sich Liebenden hin? Da unten ist noch jemand. Hier ist eine Tour. So, was hast du denn hier? Wer ist da? Oh, verzeiht, Fremder. Ich war so damit beschäftigt, mich um die Haller zu kümmern, dass ich euch nicht habe kommen hören. Was sind Haller? Sie sind die edlen Tiere, die unser Arrowel ziehen. Die Menschen nennen es Landschiff. Sie sind unsere Begleiter und Führer. Sind nicht eure Reittiere? Bei euch klingt es, als wären sie eure Freunde. Genau, das sind sie auch. Wir reiten auf den Haller, aber niemals mit Zügeln oder Sätteln. Mhm. Die Haller entscheiden, wohin sie uns führen, und wir genießen das Privileg, dass sie unser Arrowel mitnehmen. Im Gegenzug ist es die Aufgabe der Hirten, mit den Haller zu sprechen und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Es ist eine Bande der Freundschaft, nicht der Knecht. Warum habt ihr diese hier von den anderen getrennt? Ich fürchte, sie könnte beim Angriff der Werwölfe gebissen worden sein. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie ist so aufgewühlt, dass ich sie nicht verstehen kann. Okay. Der Fluch hätte auf sie nicht die gleichen Auswirkungen wie auf uns, aber er wäre dennoch tödlich. Also und wer könnte hier auch für die anderen Haller ansteckend sein. Ich kann bei ihr keine Wunde finden. Aber wenn sie ernsthaft krank ist, dann werde ich sie von ihrem Leid erlösen müssen. Ihr zuliebe, ebenso wie zum Wohl der anderen. Kann ich irgendwas tun? Ich weiß es nicht. Besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten, die ihr helfen könnten? Wenn ja, wäre ich euch sehr dankbar. Überleben? Versuchen die alle zu beruhigen oder untersuchen? Wir beruhigen sie mal. Weiß es nicht, besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten? Achso, das macht der Untertitel, okay. Nein. Nein, es tut mir leid. Sie bewegt sich bei euch nicht mehr als bei mir. Untersuchen? Und? Was meint ihr?
Oh, ihr habt recht, das Tier leidet Lügen. Ich weiß, nee, ich will sie nicht anlügen. Ich danke euch dennoch, dass ihr es versucht habt. Könnt ihr entschuldigen? Ich werde noch eine Weile beobachten, ob sich ihr Zustand besser... Hätte ich jetzt bessere Fähigkeiten haben müssen, um die Quest zu lösen? Also, Quest aktualisiert. Loras Halla. Lora, die Hallermeisterin der Dalish, ist besorgt, dass ein Tier der Herde mit dem Werwolffluch infiziert sein könnte und möglicherweise sterben wird. Das heißt, die untersucht, konnte es aber nicht feststellen, was ihm nicht stimmt. Um das herauszufinden zu können, müsste deine Überlebensfähigkeiten vermutlich größer sein. Was sind die Überlebensfähigkeiten? Das da. Hat das jemand von meinen Leuten? Warte mal. Alistair hat das einmal. Und vom Rest weiß ich halt nicht. Seid ihr zurückgekehrt, um noch einmal nach meiner Halle und mir zu sehen? Ich weiß es nicht. Besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten, die... Aber das muss ich anscheinend selber haben, ne? Und? Was meint ihr? Ich danke euch dennoch, dass ich... Tja. Na ja, gut. Geht anscheinend nicht, wenn irgendwie Alistair oder so das hat. Muss ich selber haben. Falls das nicht so ist, das Tier leider Pech gehabt. Und ich check nicht, wie das funktioniert. Da ist noch eine Statue. Mutter der Halle. Nee. Okay. Haben wir hier sonst noch was? Sie schwebt eine Runde. Können wir nur mit ihm hier reden? Ja. Was kann ich für euch tun? Bringt ihr Neuigkeiten? Ich habe mit Lenaya über euch gesprochen. Ich hätte Lenaya gerne im Team. Was hatte sie zu erzählen? Sie sagte, dass ihr schon seit langer Zeit der Hüter seid. Das ist wahr. Seit Hunderten von Jahren, um genau zu sein. Du bist echt alt. Mit der Zeit werden alle Dalish die Alterslosigkeit der Elfen zurückerhalten. Im Moment besitzen nur wenige von uns diese Fähigkeit. Aber ich kann nicht mehr darüber erzählen. Natürlich nicht. Ich hoffe, eure Neugier ist befriedigt. Nein. Sie hat erzählt, dass ihre Familie von ihm hat. Wollte aber nicht sagen, wie. Ich möchte nicht darüber sprechen. Selbst nach so langer Zeit ist es sehr schmerzhaft für mich. Die Werwölfe waren dafür verantwortlich. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Und sollte als Erklärung für meinen Hass auf sie genügen. Warum kommt ihr denn dann wieder hier hin, frage ich mich. Na gut. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Dann sind wir hier auch fertig. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. Okay, haben wir jetzt noch irgendjemanden? Ältester der so. So, das wäre nur irgendein blöder Kopf hier. Ich möchte mal kurz ins Lager und gucken, ob vielleicht doch jemand irgendwie die Fähigkeit hat. Stan hat auch eins. Und kann leveln. Devron kann leveln. Ich habe überhaupt kein Leben. Wirbelsturm. Der Charakter geht in einen wirbelnden Todestanz und man greift dabei nahe Gegner mit beiden Waffen an. Passiver. Der Charakter ist außergewöhnlich geschickt darin, in jeder Hand eine Waffe zu führen, wodurch er sowohl Angriffs- als auch Verteidigungsbonus hält. Das klingt gut. Dass man immer aus diesem Menü rausgeworfen wird. So, Morrigan. Morrigan kriegt. Bisschen, ja, hier kommt Full Magie. Und. Das da. Formwandermeister.
Sie benutzt das halt nicht, ne? Das ist das Ding. Kittenblitz. Kann das schon coole Sachen. Ich mach mal hier ein bisschen die Heilsachen, weil... ich würde sie halt lieber als Win mitnehmen und ich brauche halt Heilung. Und wir machen mal das Gewitter. So. Dann haben wir noch Stan. Der ist schon auf Max. So, Taktik müssen wir hochmachen noch bei den Leuten. Ja, Stan kriegt hier auch die Sachen, ne? Zack. So. Taktikfelder sind echt ganz praktisch. Da muss ich echt als nächstes drauf gehen. Okay, dann düse ich mal wieder zurück. Wird erledigt. Dann nehmen wir jetzt Alistair. Ja. Ich möchte Stan nicht mitnehmen. Stan ist zu... Der ist ein cooler Charakter, aber der ist mir zu kühl. Ich glaube, das wird nicht so coole Gespräche geben zwischendurch. Win halt fürs Heilen und für die Quest. Und... ich glaube, ich nehme Zephron einfach mal mit. So, ich möchte wieder in den Brustillion-Wald. So. Das heißt, jetzt sind wir hier im Camp fertig und können quasi die Mission mit den Werwölfen und alles andere angehen. Und wir haben schon gehört, dass der Wald ein kleines Labyrinth sein wird. Da freue ich mich so gar nicht drauf. Ich fand das schon schwierig da in dieser Traumwelt, im Nichts, wo das so ein bisschen labyrinthisch war. Aber, Leute, ich würde sagen, wir starten dann in den Wald in der nächsten Folge. Wir machen heute mal ein bisschen früher Schluss. Allgemein werden die Folgen jetzt die nächsten Tage ein bisschen kürzer werden, weil ich ein bisschen im Voraus aufnehmen muss, weil ich ein paar Tage quasi in einem Kurzurlaub bin. Ja, und ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen, darum etwas kürzere Folgen im Moment. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, auch wenn wir nicht so viel gemacht haben. Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye!